In diesem Video geht es um Kopfhörer und zwar habe ich das Modell für euch getestet. Wie ihr sehen könnt, hat das ein sehr schönes Design, außerdem sind sie leicht zu bedienen und besitzen sogar noch 64 GB internen Speicher, von dem ihr eure Musik abspielen könnt. Es geht um die Kopfhörer V1 Pure Plus. Die kommen in dieser Box und darin ist noch eine weitere Schachtel. Wenn du die aufklappst, dann hast du die Kopfhörer direkt vor dir. Nachdem man die Kopfhörer entnommen hat, kann man den Boden herausnehmen. Darunter befindet sich dann das ganze Zubehör. Ihr habt hier eine Tüte. Darin enthalten ist ein schwarzer Beutel für den Transport der Kopfhörer. Dann ist in der Tüte eine Anleitung und eine Kurzanleitung. Und ganz unten findet ihr verschiedene Kabel. Zum Beispiel einen Adapter von USB-A auf USB-C. Dann ein 1,2 Meter langes Audiosteuerkabel mit einem vierpoligen 3,5 mm Klinkenanschluss. Dann ein 1 Meter langes Ladekabel mit USB-A auf Micro-USB. Und ein 1,7 Meter langes Audio-Sharing-Kabel mit 3,5 mm Klinkensteckern. Kommen wir zu den technischen Details. Die Kopfhörer besitzen Bluetooth 4.2 mit NFC-Pairing und sie unterstützen Profile wie HFP 1.6, A2DP 1.3.1 und AVRCP 1.6. Außerdem unterstützen sie die Audioformate SBC und AAFC. Sie haben einen eingebauten 5-Band-Equalizer, dann noch eine Anrufssteuerung und einen Akku mit 40 Stunden Laufzeit. Der Frequenzgang beträgt 20 bis 20.000 Hertz, die Impedanz 40 Ohm und die Empfindlichkeit 96 Dezibel. Der Wandler ist elektrodynamisch. Durch den zweiten Klinkenanschluss könnt ihr den Ton der Kopfhörer auch mit einem zweiten Kopfhörer teilen. Nun zeige ich euch, wie ihr die Kopfhörer verbinden könnt. Die erste Methode ist, ihr nehmt das mitgelieferte Steuerkabel oder das normale Audiokabel. Das Ende steckt ihr einfach in die Kopfhörer und das andere Ende könnt ihr dann mit eurem Smartphone verbinden. Die zweite Möglichkeit ist, ihr verbindet die Kopfhörer per Bluetooth. Dazu müsst ihr die Kopfhörer hier auf der rechten Seite einschalten. Drückt einfach 2 Sekunden diese Taste, dann hört ihr erstmal einen Signalton und dann leuchtet hier auch die blaue Bluetooth-LED. Und wenn die hier so blinkt, dann sagt euch das, dass sich der Kopfhörer im Kopplungsmodus befindet. Als nächstes könnt ihr zum Beispiel ein NFC-fähiges Smartphone nutzen. Das haltet ihr einfach an die Kopfhörer ran und dann erscheint hier unten eine Meldung. Die müsst ihr jetzt nur noch mit Ja bestätigen. Und schon sind die Kopfhörer mit dem Smartphone verbunden. Außerdem seht ihr dann, dass hier die blaue LED dauerhaft leuchtet. Das bedeutet, dass die Kopfhörer gekoppelt sind. Wenn ihr jetzt noch ein weiteres Gerät koppeln möchtet, dann gibt es hier die Mode-Taste. Ihr könnt die mehrere Sekunden drücken und wenn ihr die gedrückt haltet, dann ändert sich die LED hier wieder in den Kopplungsmodus und blinkt. Und dann könnt ihr zum Beispiel ein zweites Gerät koppeln. Die Funktionen der restlichen Tasten möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr habt hier einmal eine Taste mit einem Batteriesymbol und wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr hier die Ladeanzeige von eurem internen Akku sehen. Und dann wisst ihr, wann ihr das mal wieder laden müsst. Dazu gab es ja hier das Micro-USB-Kabel, das steckt ihr hier rein und das andere Ende verbindet ihr mit eurem Ladegerät. Dann haben wir hier einmal die Tasten für die Lautstärkesteuerung. Wenn ihr hier drauf drückt und das Ganze gedrückt haltet, dann wird der Kopfhörer zum Beispiel lauter oder hier entsprechend leiser. Wenn ihr hier zweimal drückt, dann springt ihr zum nächsten Musiktrack und wenn ihr hier zweimal drückt, dann springt ihr zum vorherigen Musiktrack. Dann haben wir hier auch noch die Ein- und Aus-Taste. Damit könnt ihr zum Beispiel einen Musiktrack starten oder auch pausieren. Und wenn ihr einen Anruf bekommt, dann könnt ihr hier auch einmal kurz draufdrücken, dann könnt ihr den Anruf so annehmen. Und wenn ihr den Anruf nicht annehmen wollt, dann drückt ihr einfach 2 Sekunden oder ein bisschen länger drauf und dann wird der Anruf entsprechend abgelehnt. Die Kopfhörer unterstützen aber auch eine Sprachsteuerung. Wenn ihr einen Anruf erhaltet, dann könnt ihr zum Beispiel sagen Answer, um einen Anruf anzunehmen, oder ihr sagt Ignore, um einen Anruf abzulehnen. Für viele ist natürlich auch noch das Material der Kopfhörer wichtig. Denn häufig hat man ja hier so Scharniere drin und die können auch mal eine Schwachstelle sein. Wenn man Kopfhörer lange benutzt, dann ist es meistens etwas, was zuerst kaputt geht. Und deswegen ist es natürlich wichtig, wie sind diese Scharniere hier verarbeitet. Und da haben wir schon mal Metall, was sehr schön ist. Das ist ja auch wunderbar verschraubt. Und das können wir auch auf der anderen Seite sehen. Hier ist alles schön aus Metall. Der restliche Teil des Kopfhörers, was wir hier zumindest außen haben,
ist aus Polycarbonat bzw. Kunststoff gefertigt. Einfach damit die Kopfhörer vermutlich auch ein bisschen leichter sind und um hier Gewicht zu sparen. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier oben in dem Bügel noch eine Metallverstärkung drin ist, einfach damit das Ganze hier ordentlich hält. Dann haben wir hier eine Gummierung. Ja, das ist sozusagen hier die Kopfauflage und das ist ein bisschen weich, damit das Ganze nachgibt und bequemer auf dem Kopf sitzt. Dann haben wir natürlich hier die Ohrmuscheln. Da haben wir hier verarbeitet einen Schaumstoff und der ist mit einem Kunstleder überzogen. Kommen wir nun zum Thema Tragekomfort. Der Kopfhörerbügel ist auf beiden Seiten größenverstellbar, ja, hier und hier. Dann könnt ihr auch sehen, dass hier ein gebogener Bügel eingebaut ist. Das hat sich der Hersteller extra überlegt, damit ihr die Kopfhörer nämlich bequemer um den Hals tragen könnt, einfach falls ihr die mal einen Augenblick absetzen möchtet. Dann natürlich noch ganz wichtig, ihr habt hier die Ohrmuschel. Und das ist ein On-Ear-Modell. Das bedeutet, die Ohrmuschel, wenn ihr das Ganze aufsetzt, dann liegt die auf eurem Ohr drauf. Es gibt ja auch noch Over-Ear-Kopfhörer, wo die Ohrmuschel das komplette Ohr umschließt. Das ist hier nicht der Fall und das solltet ihr dabei berücksichtigen. Manche sind ja sehr empfindlich, wenn irgendwas auf dem Ohr drauf liegt. Und wenn ihr das nicht mögt, dann würde ich euch natürlich lieber ein Over-Ear-Modell empfehlen. Ich habe die jetzt eine ganze Weile getragen und ich fand die trotzdem sehr bequem. Kommen wir zu der Tonwiedergabe der Kopfhörer. Insgesamt bin ich damit sehr zufrieden. Der Klang der Kopfhörer ist klar und detailgetreu. Die Bässe sind sehr kräftig und auch leicht hervorgehoben, wie ich finde. Die mittleren und die hohen Töne werden sehr gut wiedergegeben. Was den räumlichen Klang betrifft, dafür habe ich die Kopfhörer mit einigen 3D-Computerspielen getestet. Und in den Spielen konnte ich sehr gut die Geräuschquelle lokalisieren, aus welcher Richtung sie kommt. Also haben wir auch hier ein sehr gutes räumliches Klangverhalten. Dann haben wir natürlich noch die Ohrmuscheln. Das sind geschlossene Ohrmuscheln und das bedeutet, wenn ihr Umgebungsgeräusche habt und die Kopfhörer aufsetzt, dann hört ihr eure Umgebungsgeräusche sehr stark gedämpft und entsprechend leiser. Was die Dynamik oder den Dynamikumfang betrifft, wir haben ja manche Musikstücke mit leisen und lauten Passagen. Vor allem bei Klassik ist das der Fall. Das nehme ich jetzt mal als Beispiel, auch wenn ihr jetzt keine Klassikhörer seid. Aber dort kann man das sehr gut testen. Und auch hier werden leise und laute Passagen sehr gut auf den Kopfhörern wiedergegeben. Das Klangprofil kann übrigens nachträglich noch über den Equalizer eingestellt werden. Dazu müsst ihr bei euch die V1 Smartphone App installieren. Dort könnt ihr die ganzen Einstellungen vornehmen. Zum Beginn des Videos hatte ich erwähnt, dass die Kopfhörer über 64 GB internen Speicher verfügen. Und ihr könnt jetzt ganz einfach eure Musikdateien dort drauf kopieren. Verbindet die Kopfhörer einfach mit einem Computer über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel. Und als nächstes schiebt ihr die Dateien, die ihr hier abspielen wollt, einfach auf den Kopfhörer. Unterstützt werden zum Beispiel WAV-Dateien, MP3-Dateien, FLAC und WMA. Anschließend, wenn ihr die Kopfhörer eingeschaltet habt, drückt ihr hier die Mode-Taste. Dadurch sollte der Modus wechseln und wenn die LED hier grün leuchtet, dann könnt ihr die Musik von dem Kopfhörer direkt abspielen. Sollte es noch Fragen geben, dann schreibt mir die gerne unten im Kommentarbereich. Ich freue mich natürlich auch über die Bewertungen, die ihr hier hinterlasst. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, kann ich euch hier nochmal welche einblenden. Ihr findet auch welche unten in der Videobeschreibung. Dann sage ich auch schon Ciao und dann sehen wir uns vielleicht gleich im nächsten Video. Bis dann!